Hallo ihr Lieben, euer Girl Cecilia und herzlich willkommen zu einem weiteren Film-Review. Heute mit Larif Have Fun. Das hier ist ein Dupe zur Escada Moonsparkle. Und wie manche vielleicht wissen, gibt es Moonsparkle nicht mehr. Es wurde aus dem Programm genommen und es ist weg. Bedeutet, das hier ist tatsächlich ein Dupe, wie er sein soll. Dupes sind ja immer so ein bisschen frech, so von wegen, yo, einfach die Parfüm-ID geklaut. Aber wenn es das Original-Parfüm nicht mehr gibt, dann finde ich, hat dieser Duft echt eine gute Berechtigung. Und naja. Wie riecht der Duft? Genauso wie es aussieht. Have fun. Der Name ist fun. Es fühlt sich so ein Duft, wenn du einfach so mit den Girls ein bisschen abhängst, einfach ein bisschen Spaß hast, in der Freizeit, wenn du shoppen gehst, dann ist das der ideale Duft. Super girly, fruchtig, frisch, mit Kaugummi-Vibes. Für mich hat das Kaugummi-Vibes, weil hier eine Himbeernote und Erdbeernote drin ist. Bisschen Blumenkohl, Pfingstrose rieche ich raus, aber das war's dann auch. Kann mich ja hier mal die Duftnoten einblenden. Also wirklich Erdbeer, Himbeer mit einem zitrischen Akkord und die Pfingstrose. Das rieche ich halt raus. Richtig schön. Ich sprühe den Duft jetzt mal. Und ja, das ist einfach so ein typischer Gute-Laune-Duft. Wenn ein Duft sprüht, kriegt man instant gute Laune. Weil er einfach so richtig, ja, super girly verspielt ist. Hat auch so ein bisschen Bonbon-Vibes, so ein typisches Lutschbonbon, was super süß ist. Von dem 2 oder so gibt es auch diese Lutschbonbons. Damit könnte man das auch vergleichen. Wirklich ein toller Duft, wenn man einfach nur ein bisschen chillen möchte, eine gute Zeit haben möchte. Dann ist es wirklich ein toller Duft. Nicht für Partys. Nicht für Dates, aber einfach so zum Fun haben. Deswegen, das ist das einzige Film, wo ich sagen würde, der Name passt perfekt. Einfach have fun. Und dann diese schönen Farben. So ähnlich wie ich es heute auch trage. Türkis. Oder dunkelblau ist das. Keine Ahnung, ist eigentlich Türkis, aber die Cam macht blau raus. Real life ist das Türkis. Soll ich ein weißes Foto schicken? Und zwar, weil hier der Beweis. Nee. Das liegt an der Kameraeinstellung. Auf jeden Fall, Türkis und Pink. Und die Flasche ist so ähnlich. Böse Zungen behaupten, ich habe mich extra nur so gekleidet für dieses Review. Und diese bösen Zungen haben sogar recht. Das ist das Schlimmste daran. Auf jeden Fall. Jetzt wieder zurück zum Duft. Ich stelle mir wirklich so ein richtig verspieltes, lustiges Girl vor. Das für jeden Scheiß zu haben ist. Die geht auf Kirmes, macht jeden Quatsch mit. Mit der kannst du Pferde stehlen. Mit der kannst du Erdbeeren stehlen vom Bauern oder sonst was. Die macht wirklich alles mit. So ein Girl ist das. So wisst ihr wie ich. Ich probiere auch viel aus, mache viel Quatsch. Cooler Duft, wirklich. Duft kriegt von mir 8 von 10 Punkten. Ist halt ein Allrounder, richtig frischer Duft, kann man im Sport tragen, kann man in der Freizeit tragen, aber ja, ihr wisst, ich mag diese starken Signature-Düfte, die so richtig reinhauen. Und so eine ist natürlich nicht das so, aber ich weiß nicht, was tragen soll, einfach Heffern von Larif. Kommt im Sommer natürlich besonders gut, weil es so fruchtig ist, aber es ist eher so ein Duft, den ich trage, wenn ich nicht weiß, was ich trage. Was bei 70 Parfüms schon schwer ist. Trotzdem, cooler Duft, fruchtig, frisch, girly, Kaugummi-Vibes und macht einfach gute Laune. Deswegen 8 von 10. Haltbarkeit, 6,5 Stunden für so einen lockeren, frischen Duft eigentlich ganz okay. Aber, ja. Ich weiß nicht, wie lange das Original hält von Escada, aber in der Regel halten die Escada-Düfte auch nicht länger. Deswegen, Haltbarkeit, 7 von 10 Punkten. Und das reicht auch nur, weil es so ein fruchtig frischer Duft ist. Sonst würde ich eigentlich 6 von 10 geben. Dieses Jahr ist schwaches Mittelmaß, schon wahrnehmbar, gerade wenn man sich so viel einsprüht wie ich, aber verfliegt halt schnell. Sprich, so 1 bis 1,5 Stunden ist man super gut wahrnehmbar. Nicht raumfüllend oder so, dann verfliegt es ja auch. Deswegen 6 von 10 Punkten für dieses Jahr. Der Flag Ho, der gefällt mir auch richtig gut. Wie gesagt, diese verschiedenen Farben, dann dieses simple Design, das einfach nur steht, have fun. Weil, ich sag mal so,
Den Duft kannst du hinstellen und du weißt, wie er riecht. Du weißt, wofür er ist. Einfach zum Spaß haben. Das finde ich halt cool. Ich mag das Farbenspiel Pink und Blau oder Pink und Türkis. Harmonieren sowieso richtig gut miteinander. Auch das hier ist Türkis. Aber ja, ihr müsst wissen, auf der Aufnahmebildschirm gucke ich ja quasi mich selbst an. Und wie die Farben da aussehen. Und da ist es halt blau. Aber Real Life ist Türkis. Genau wie mein Cardigan. Deckel ist nichts Besonderes, relativ simpel, aber wie gesagt, fruchtig frischer Duft. Man weiß, was man bekommt. Ich mag den Flakon. 8 von 10 Punkten. Preis-Leistungs-Verhältnis müssen wir nicht drüber reden. 10 von 10. Der Duft kostet, glaube ich, 7 Euro oder so. Und dafür bekommt man in 100 ml Flasche einen richtig schönen, fruchtigen, girly Duft. Finde ich für Alltag, für Freizeit einfach Spaß zu haben, abzuschalten von dem dann doch seriösen Alltag, und da sollte man sich wirklich nicht beschweren. Deswegen, Preis-Leistungs-Verhältnis top 10 von 10. Wie gesagt, wenn wir jetzt uns mal anschauen, für wen dieser Duft ist. Ich kann mir diesen Duft tatsächlich nur an jüngeren Girls vorstellen. Klar, wenn du so alt bist wie ich, bin ja auch schon fast 27. Und du magst diesen verspielten Duft, dann trag ihn. Aber stell mir heute ein junges Girl vor, die halt richtig verspielt ist. Ansonsten ist der Duft theoretisch eher was für den Frühling und Sommer, weil er halt so fruchtig frisch ist. Für den Winter ist er halt so schwach. Für den Herbst kann man ja nochmal reden. Bei Kaffee und Kuchen. Nee, auf jeden Fall. Ist eher so ein Frühlings- und Sommerduft. Und wo kann man den Duft tragen? Wie gesagt, für Dates, für Disco, für Partys ist der nichts. Aber wenn man einfach so Spaß haben möchte, Freizeit, Sport, ja, den könnte ich mir auch beim Sport vorstellen. Hat ja auch diese zitrische Vibes, ist jetzt nicht super süß, schon süß-fruchtig, aber es geht halt eher in die fruchtige Richtung. Und das ist kein vergorener Obstkorb, gerade bei so günstigen Düften. Sagen ja manche immer, riecht wie ein vergorener Obstkorb. Das ist hier überhaupt nicht der Fall. Wirklich richtig frisch. Einfach lecker. Von daher, ja. Für Sport, für Freizeit. Oder auch für Alltag. Vielleicht so ein kleiner Allrounder. Aber wenn es so in Intim- oder Aufmerksamkeitsszenarios geht wie die Party, dann würde ich ja einen Duft nehmen. Auf jeden Fall war das mein Review zu dem Duft, zu diesem Parfüm. Das Parfüm kriegt von mir 8 von 10 Punkten. Da man für den Preis nicht meckern kann, ist echt ein guter Dupe zu essen, gerade Moonsparkle ist. Und wie gesagt, Kaugummi-Vibes, super girly, macht gute Laune, fruchtig, frisch, Himbeere, Erdbeere, Zitrone, Pfingstrose, das bekommst du ja alles. Und ach, es macht echt gute Laune, wirklich. Tolles, tolles Parfüm. Von daher würde ich sagen, was mit dem Review. Falls ihr andere Düfte von Larif kennt oder das Original ist von Escada, schreibt euch in den Kommentar, was ihr von diesem Duft haltet oder von anderen Düften haltet. Ich würde sagen, das war's. Daumen hoch, falls euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren, und ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Stay awesome. Eure Sissy. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch. Und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich. Und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!